Vor mehr als einem Jahrzehnt waren diese Google-Fahrzeuge der große Aufreger. Der Panoramadienst Google Street View startete in Deutschland. Anwohner und Datenschützer waren in Sorge. Einige wittern nämlich die Rundumüberwachung. Jetzt soll der Google-Dienst in Deutschland nach langer Zeit aktualisiert werden. Der große Protest bleibt aber bisher eher aus. Ich habe damit kein Problem. Also Datenschutz haben wir doch heutzutage sowieso kaum noch. Man ist so transparent, also von daher sehe ich das ganz locker. Ich fand das immer ganz witzig und aufregend, wenn man da mal nachgeguckt hat, ob man selber auch so zu sehen war. Ich werde Widerspruch einlegen, weil mir die Privatsphäre wichtig ist. Ich finde es gut, dass offengelegt wird, dass die Städte sich offenlegen, dass man weiß, wie die Bevölkerung wohnt. Auch beim deutschen Hackerclub, dem Chaos Computer Club, ist der Ton diesmal gemäßigt. Die Warnung, sie bleibt eher allgemein. Es gibt einen Satz in der Datenschutzszene: Wenn ein Dienst nichts kostet, bist du das Produkt. Und man zahlt immer mit seinen Daten und darüber muss man sich entsprechend im Klaren sein und das dann für sich abwägen. Seit den letzten Aufnahmen haben sich ganze Stadtviertel verändert, wie hier in der Hamburger Hafen City. Noch heute fehlt bei dieser Google Street View Ansicht die Elbphilharmonie. Weil Google seine Deutschlandzentrale in Hamburg hat, hat der Hamburger Datenschutzbeauftragte Thomas Fuchs federführend mit Google verhandelt, unter welchen Datenschutzbedingungen die Aktualisierung stattfinden kann. Uns war besonders wichtig, dass die Menschen, die nicht wollen, dass ein Bild von ihrem Haus gezeigt wird, dass diese Menschen einen Widerspruch einlegen können, und zwar vor dem Hochladen der Bilder. Und deswegen war uns auch sehr wichtig, dass rechtzeitig informiert wird. Ein Widerspruch ist zum Beispiel via Online-Formular oder Mail möglich, übrigens auch nachträglich.